Hallo, hier ist Francis Herdes. Kennst du das? Jetzt ist abends und du musst vielleicht noch die Buchhaltung machen, aber eigentlich willst du gerne auch schlafen gehen oder du möchtest noch unbedingt was fertig machen. Take it easy. Oder ein anderer Fall ist mir am Wochenende passiert. Da war ich im schönen Holland. Ich liebe dieses Land. Einfach so schöne große Fenster da und so gemütliche Häuser. Und die Holländer, die haben so richtig leckere Patats. So richtig leckere große Kartoffelpommes mit so einer Spezialsoße. Und da werde ich doch das ein oder andere Mal schwach. Das ist nämlich so richtig lecker. Aber take it easy. Wie kannst du die Dinge leicht nehmen? Wenn dir Stress mal durch den Magen geht oder wenn du mal zu viel zu tun hast oder aber auch wenn du mal zu viel gegessen hast, wenn irgendwas richtig lecker schmeckt, dann take it easy. Nimm es mit Leichtigkeit. Hallo Birte! Hey, schön dich zu sehen. Nimm es mit Leichtigkeit, weil wenn du mal diese leckeren Patat Spezial in Holland isst oder wenn dir mal die Buchhaltung abends über den Kopf wächst oder was immer du noch erledigen willst, so kurz vor Mitternacht, dann nimm es einfach mit Leichtigkeit. Und manchmal können wir diesen Verstand da oben natürlich nicht beruhigen, das kenne ich. Manchmal rattern dann die Gedanken und man denkt sich, ah, soll ich ins Bett gehen? Oder soll ich jetzt noch die Buchhaltung machen? Soll ich noch den Schreibtischkram fertig machen? Oder aber, nehme ich diese Pommes jetzt oder auch nicht? Der Kopf kann uns da manchmal nicht so gut weiterhelfen. Dann rattern die Gedanken und man denkt sich, ja, eigentlich doch und naja, eigentlich doch nicht. Aber was kann dir da gut weiterhelfen? Was nämlich das Denken umgeht und was direkt in die Sinne geht? Das ist eine Mischung namens Aroma Ease. Du siehst, das Wort Ease, easy steckt schon im Namen drin. Das heißt, wenn dir der Stress mal durch den Magen geht oder auch wenn du mal zu viel gegessen hast, dann mach's einfach so wie ich. Ich habe die Patat Spezial genossen, habe ein paar Detoxheim dazu genommen, ein paar gute Enzyme, dass man das gut verdauen kann wieder. Und dann habe ich einen Tropfen Aroma Ease auf die Hand genommen. Da sind nämlich Omas beste Verdauungskräuter drin. Und ich habe das früher bei meiner Oma immer geliebt. Die hatte natürlich ganz viele Süßigkeiten. Da habe ich als Kind noch Süßigkeiten gegessen. Jetzt ganz, ganz selten. Aber Oma hatte immer so einen richtig leckeren Fencheltee da. Und das habe ich geliebt. Das habe ich immer mit Oma verbunden. Und Oma hat mir einen heißen Fencheltee als kleines Kind gemacht. Deshalb hier sind Omas beste Kräuter. Mach dir einfach einen Tropfen auf die Hand und verreib dir das auf den Bauch. Hallo Sabine. Hey, schön, dich hier live zu sehen. Verreib dir diesen Tropfen auf den Bauch und atme einfach mal drei tiefe Atemzüge lang ein. Ich mache dir mal einen vor und du kannst zu Hause drei machen. Wenn es auf Reisen mal ein bisschen eng ist, ich war jetzt im Auto unterwegs am Wochenende und war nicht voll besetzt, das Auto, aber es kann doch mal eng werden drin. Das heißt, wenn du vielleicht, wenn es kalt ist draußen oder du bist echt mal unterwegs und hast so ein grummeliges Gefühl im Magen, dann musst du dich nicht unbedingt aus dem Mantel auspacken, sondern du kannst einfach deine Handreflexzone nehmen. Hier ist nämlich auf dem Daumenballen genau der Punkt vom Magen. Und da kannst du diesen Tropfen, den du sowieso schon verrieben hast, den du in deinem Nacken verreiben kannst und einatmen kannst, kannst du einfach hier noch drauf verteilen und dann hier so ein bisschen reindrücken. Kannst das mit dem Zeigefinger machen oder auch wenn du die Hand anders hältst mit dem Daumen. Hier ist ein so ein Punkt, den wirst du sicherlich merken. Wenn du ihn nicht merkst, dann hast du ihn noch nicht gefunden. Und zwar ist das die Reflexzone vom Magen. Das heißt, wenn du mal so eine Riesenportion Patat Spezial in Holland gegessen hast, was ich dir echt mal empfehlen würde, ab und zu mal, dann ist es richtig gut, diesen Magenpunkt hinterher zu massieren mit Aroma Ease. Und einfach so, wenn du eh gerade unterwegs bist, mal so 5 Minuten lang massieren, ganz gemütlich. Wenn du merkst, du brauchst ein bisschen mehr Entspannung für den Bauch, nimm hier so in diesem Bereich noch den ganzen Bauchbereich so dazu. Und dann kannst du richtig schön entspannen. Also ich will dich nicht länger auf die Folter spannen. Omas Kräuter, was ist denn da jetzt genau drin? Also du hast hier Ingwer mit drin, Kardamom, Pfefferminz, Fenchel und grüne Minze. Das heißt, es ist eine ganz erfrischende, eine ganz schön ausgeglichene Mischung. Du hast nicht so dieses ganz
klare von der Pfefferminze nur drin, sondern du hast die grüne Minze, die hier so ein bisschen abrundet. Also richtig schönes Dufterlebnis auch. Das heißt, wann immer du dich abends für die Schreibtischarbeit entscheidest, dann nimm es mit Leichtigkeit und nimm dir wirklich mal so einen Tropfen Aroma Ease, verreib das auf den Bauch. Nimm dir mal so eine Minute zum Einatmen. Streck dich am besten auch mal so ein bisschen, lass ein bisschen Luft rein, frische Luft von draußen. Und dann kannst du dich an die Sachen ranmachen, aber mit Leichtigkeit und mit Freude. So, dass es richtig Spaß macht. Und wenn es Spaß macht, dann geht es auch schneller voran. Also richtig gut. Wenn du Aroma Ease mal ausprobieren möchtest, schreib mir gerne eine Nachricht, dann schicke ich dir ein Pröbchen davon auf den Weg. Und ansonsten schau gern auf gesunde Füße, gesunderkörper.de. Und dort findest du den Online-Kurs Ätherische Öle für jede Lebenslage. Da findest du noch weitere von diesen Anwendungen. Und du findest die 27 besten und effektivsten Anwendungen mit ätherischen Ölen. Das heißt, genau solche kleinen Dinge, wenn du mal Patat Spezial gegessen hast oder wenn dir der Stress mal durch den Magen geht, dann kannst du genau diese Anwendung anwenden. Kannst du dir direkt ausdrucken als PDF, habe ich einfach für dich zusammengeschrieben. Also findest du auf gesunde Füße, gesunderkörper.de. Und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ich werde jetzt ein entspannendes Öl auflegen und dann werde ich mich gut ausruhen. Also, ich wünsche dir eine schöne Zeit und freue mich von dir zu hören und wir sehen uns im nächsten Live-Video. Tschüss, tschüss.